Die Mitglieder, Freunde und Gönner des ersten Motorsportclubs Steyr sind alljährlich recht herzlich zur Weihnachtsfeier des Clubs eingeladen. Im 50. Jahr des Bestehens des ersten MSC sind natürlich viele mit dabei. Vor 50 Jahren wurde der erste MSC Steyr gegründet. Hugo Brandstätter, der im Oktober seinen 80. feierte, ist seit Anbeginn Obmann des Vereins. Wir waren aber vorher schon aktiv als Interessensgemeinschaft. Wir haben die Rennen am Damberg gemacht, insgesamt 6 oder 7 Rennen von der Busgarage bis zum Schulber, richtige Rennen mit Autos und Motorrädern, Seitenwagen. Und 1960 haben wir uns dann entschlossen, einen Verein zu gründen. Und das hat dann ganz gut geklappt. Wir sind mitten in der Stadt gefahren, rund um den Schlosspark, rund ums Werndl-Denkmal, die Promenade. Nennt man das? Nein, ja. Haben wir Schülerings gemacht und einmal ist mir gelungen, ein 50 Kubikzentimeter Motorradrennen da zu machen. Da war der Bürgermeister Fellinger und der war mein Lehrherr. Der war in die Steierwerke, in der Lehrwerkstätte. So können wir das machen, ja, so selbstverständlich. Aber es ist nur einmal gegangen. Das waren 3.500 Karten haben wir gehabt, die sind gar geworden. Die Leute haben alles zertrampelt im Schlossberg. Das war ein Wahnsinn, was das ausgelöst hat da. Nein? Ja, und dann haben wir eben weitergemacht und jetzt haben wir in die Lahmgruben beim Stollmeier, haben wir Motocross gemacht, richtige Motocross und dann ist es dahin gegangen mit Großraming, Motocross in Steyr, Motocross in Bichau, mit Großraming, Zielfahrten und die Touristik und Oldtimer-Reihheit rundum. Der erste MSC Steyr hat rund 250 Mitglieder, wobei ca. 80 in Steyr beheimatet sind und der Großteil sich auf ganz Österreich verteilt und auch die Nachbarländer mit einbezieht. Und der Club hat ein reges Veranstaltungsprogramm. Wir haben heuer gehabt 10 Veranstaltungen. Nächstes Jahr sind es genau wieder so viele. Und darunter eben die Oldtimer-Märkte in Garsten. Das, was im Verein am meisten fordert. Man braucht irrsinnig viel Personal, dass man das überhaupt über die Bühne bringt, dass man die Parkplätze für die Besucher, die Plätze für die Aussteller, es sind 320 Aussteller da gewesen, die haben keinen Platz mehr, es ist alles voll. Und das hat schon alles zu Formen angenommen, dass die Freitagnachmittag ist der Platz schon praktisch besetzt. Da kann kaum einer. Und jetzt kommen sie bei der Nacht und jetzt wickeln sie hin. Es ist sehr schwer, das zu beherrschen. Aber es ist eine Paradeveranstaltung geworden und wir holen auch damit die Tradition Steyr aufrecht. Weil es kommen sehr viel durch den Namen Steyr, weil sie wissen, da kriegt man nur Ersatzteile für Steyrfahrzeuge oder für Buchfahrzeuge, wo es woanders nicht gibt, aber da kriegen wir es. Vor 50 Jahren wurde der Club gegründet und so mancher unter den Gästen ist seit Anbeginn dabei. Ich bin mit 18 Jahren, einen Tag über 18 Jahre, bin ich zu dem Verein gegangen. Und es war damals, wir als junger Bub, als 18-jähriger Bub, eine Mordsfreude haben wir gehabt. Und stolz waren wir darauf, dass wir beim MSC Mitglieder sein dürfen. Und so ist halt das gewesen. Ich war nicht immer aktiv, aber schon einige Jahre. Und bleib auch dabei, solange ich lebe bei dem Verein. Ich bin stolz auf den Verein. Weil ich glaube, es gab keinen zweiten Obmann mehr, der was 50 Jahre das so führt. Der was wirklich, das ist wie sein Leben, von Hugo. Und das war aber ordentlich und ein anständiger Verein. Ja, ich bin dazugekommen, wie ich damals noch reingefahren bin. Ich war auch ein Sportler, wie ich gefahren bin. Bin in Damberg gefahren, da in Mühlfeld gefahren, in Freistadt rum. Ich bin da überall umeinander gekommen. Und da habe ich halt noch fahren können. Gell? Ich fahre da heute auch noch, aber heute geht nicht mehr. Gell? Und die heute noch fahren, bekommen für ihre Leistungen während eines Jahres entsprechende Preise. Für die Teilnahme an Wertungsfahrten in den verschiedensten Kategorien. Vielen Dank, danke schön. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Der erste MSC Steyr ist ein Club mit Tradition. Und die anwesenden Vertreter der politischen Gruppierungen sind dem Club mehr als verbunden.
Ich habe das als Kind miterleben dürfen und heute mache ich es natürlich eher als Politikerin auch und erlebe diese Aktivitäten natürlich auch von der Seite, weil ich also wirklich mitverfolge, welche wirklich wichtigen motorsportlichen Hintergrund das Ganze auch hat. Also mit Steyr natürlich engst verbunden und dass Steyr in der Motorsportszene ein Begriff geworden ist, hat natürlich wesentlich mit dem MSC zu tun. Ja, ich glaube, es ist ein Erlebnis, wenn man sieht, wie Motorsport Menschen begeistert. Und vor allem die Oldtimer-Sachen sind natürlich eine Voraussetzung, dass Menschen ein Auto in der Jugend kennengelernt haben, aber im Alter dann mit diesem Auto erfreut haben. Es kostet viel Geld, es wird viel investiert und man ist natürlich mit Begeisterung am Wochenende unterwegs. Und das zeigt der MSC Steyr, dass er hier der Verein ist, wo man diese Freuden freuen kann. Und unter den Gästen beim 50-Jahr-Jubiläum ist auch das Mitglied mit der Nummer 1. Die haben damals gesagt, ob ich das mache, ob ich da mit tue, habe ich gesagt, ja, sage ich schon, weil wir kennen sie ja ewig lang schon, wir zwei und seine Frau auch. Und er hat zu mir gesagt, sagt er, ich möchte dir die Nummer 1, hat er gesagt, möchte ich das sagen. So, ja, habe ich gesagt, mir ist das gleich, was für Nummer, hat er gesagt, nein, ich will dir die Nummer 1 geben. So, ich danke, das ist lieb. Seitdem habe ich es. Also. Die Kennnummer ist mir nicht bekannt, ich bin aber jahrzehntelanges Mitglied des ersten MSC Steyr und ich möchte schon die Gelegenheit auch nutzen, um dem Hugo Brandstätter für seine 50-jährige Tätigkeit zu gratulieren und vor allen Dingen zu danken. Ebenso seinen Mitarbeitern, denn gerade der Motorsportclub Steyr hatte immer wieder, und ich selbst bin ja Zeuge, gute Veranstaltungen abgehalten und hat auch sehr viel für den Fremdenverkehr unserer Stadt Steyr beigetragen. Die vielen Aktivitäten, es sind rund 10 Veranstaltungen pro Jahr, werden von Hugo Brandstätter und seinem kleinen Team vorbildhaft durchgeführt und das alles ehrenamtlich. Ja, das ist, glaube ich, die Auszeichnung für den MSC Steyr, dass die Gründungsmitglieder wirklich immer dem Verein die Treue gehalten haben. Das heißt, sie haben selbst die Veranstaltungen organisiert und haben so mit Begeisterung das Ehrenamt hochgehalten und die Mitgliedschaft in den Verein hineingetragen. Und jeder, der heute bei diesem Verein ist, ist mit Begeisterung dabei.